Was erlebe ich? Wozek? Ein Mann, ein Wort. Ei, ei, ei! Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Wozek. Er hat wieder gehustet, auf der Straße gehustet. Gebellt wie ein Hund. Gebe ich ihm dafür alle Tage 3 Groschen. Wozek! Das ist schlecht. Die Welt ist schlecht. Sehr schlecht. Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt... Die Natur kommt! Die Natur kommt! Aberglaube, abscheulicher Aberglaube. Hab ich nicht nachgewiesen, dass das Zwerchfell im Willen unterworfen ist? Die Natur, Wozek! Der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Husten müssen. Hat er schon seine Bohnen gegessen? Wozek! Nichts als Bohnen, nichts als Hülsenfrüchte, merke sich's. Die nächste Woche fangen wir dann mit Schöpsenfleisch an. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eiweißfette, Kohlenhydrate, und zwar Oxyanhydride. Aber er hat wieder gehustet. Nein, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ganz ruhig, mein Puls hat seine gewöhnlichen 60. Behüt, wer wird sich über einen Menschen ärgern, wenn es noch ein Mensch wäre, der einem unpässlich wird. Aber, Wozek, er hätte noch nicht husten sollen. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so einen Charakter, so eine Struktur, aber mit der Natur ist's was anders. Sehen Sie, mit der Natur, das ist so. Soll ich denn sagen, wird zum Beispiel, wenn die Natur aus ist, wenn die Welt so finster wird, dass man mit den Händen an ihr herumtappen muss, dass man meint, sie verrinnt wie Spinnengewebe. Wenn was ist und doch nicht ist. Ach, Marie, wenn alles dunkel ist und nur noch ein roter Schein im Westen wie von einer Esche, an was soll man sich behalten? Herr Doktor, wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer auf, hat schon eine fächerliche Stimme zu mir geredet. Wozek, er hat ein Aber die Schwämme. Haben Sie schon die Ringe von den Schwämmen am Boden gesehen? Linienkreise, Figuren, wer das lesen könnte,
zurück. Kommt ins Narrenhaus. Hat eine schöne, fixe Idee. Eine köstliche Appellation. Mentalis, partialis, zweite Spezies. Sehr schön ausgebildet. Potek, kriegt noch mehr zu lagen. Tut doch alles, wie sonst, rasiert seinen Hauptmann. Denkt, weiß ich, Molche ist seine Boden. Immer ordentlich, Herr Doktor. Wenn das Männer stellt, kriegt das Weib. Darum tu ich's ja. Er ist ein interessanter Fall. Halte sich nur brav. Potzek, kriegt noch einen Groschen mehr zu lagen. Was muss er aber tun? Ach, Marie. Was muss er tun? Marie. Kohlen essen, dann Schöpfchen Fleisch essen, nicht hosten, seinen Hauptmann agieren, dazwischen die fixe Idee pflegen. Oh, meine Theorie, oh, mein Ruhm, ich zeig er mir jetzt die Zunge.